Hallihallo und willkommen hier wieder zurück bei The Division auf der, hier auf diesem, wie heißt's, schwarze Kiste auf dem Tisch spielen PlayStation, genau. So heißt das Ding. Wir hatten das letzte Mal erstmal wieder so eine kleine Einführungsmission gemacht, um wieder so ein bisschen reinzukommen. Jetzt haben wir hier hinten noch so eine kleine einzelne Kampfmission, ist gar kein, ich hatte das letzte Mal, glaube ich, gedacht, das wäre eine Nebenmission, aber es ist eine Kampfmission tatsächlich. Frage ist, machen wir die oder machen wir uns mal hier ein bisschen was höher leveligen dran? Phase 1 erfolgreich. Komm, wir machen mal hier Hudson-Flüchtlingslager. Eine Explosion in Hudson Yards. Könnte ein Unfall gewesen sein, aber auch die Cleaners. Wie auch immer, bevor die JTF die Stellung dort aufgab, waren die Yards ein wichtiger Knotenpunkt für Versorgungslieferungen. Wenn wir New York wieder auf die Beine stellen wollen, können wir keine weiteren Rückschläge in dem Gebiet tolerieren. Wir brauchen dort sofort jemanden, der die Situation für uns einschätzt. Ich schätze die Situation ein, bringe sie unter Kontrolle und beende sie sogar. Hoffe ich, glaube ich. Zumindest. So ein bisschen. Also, wenn ich nicht wieder 10.000 Mal draufgehe. Das ist eine Voraussetzung, glaube ich, dafür. Aber gut, laufen wir erstmal dahin. Sind ja schließlich wieder ein paar Meter. Und dann gucken wir mal, was uns da erwartet. Ich hoffe mal nicht, dass sie so lang wird wie so manche andere Missionen, die wir bisher gemacht haben. Und ja, ich mag zwar so lange Missionen, aber wenn man dann ab und zu mal drauf geht, dann kann das einen doch mit der Zeit so ein bisschen schlauchen. Von daher, so eine mittellange. Das wäre, damit könnte ich mich zufrieden geben. Das wäre toll. Du bist da am Reihen? Ja. Geh weg. Ab in die Hudson Yards. Levelbereich 5 bis 9. So, dann schauen wir mal, was wir hier ausrichten können. Wir sind ja schließlich schon Level 9. Und, ja, hier öffnet sich schon direkt das Türchen für uns. Agenten finden und Schwierigkeitsgrad festlegen. So, das machen wir doch gerade direkt mal. Wir bleiben auf Schwierigkeitsgrad normal. Und suchen ebenfalls auch nach Spielern über die Schnellsuche ganz einfach. Agent, hier ist Dr. Kander. Und schauen wir, ob sich uns irgendwie anschließen will. Alle Zivilisten zu schützen, denen sie begegnen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass einige dieser Leute die Dollargrippe überlebt haben. Das bedeutet, sie haben Antikörper im Blut, die ich brauche, um dieses Ding zu bekämpfen. Und die Kranken? Eine breitere genetische Streuung der Virusproben wird uns helfen, die Mutationsrate zu bestimmen. Was eine umständliche Art zu sagen ist, dass die Leute am Leben bleiben müssen, bis ich habe, was ich brauche. Verstanden? Gut. Ist gebongt, Captain. Okay. Hier kann ich nichts untersuchen. Alles nur ein riesiges, großes Ghetto. Oh, die Cleaners ausschalten. Das machen wir doch glatt. Und mit Wonne. Oh, sind hier oben auch welche? Soll ich mal schauen, ob ich hier hoch... Jawohl. Es sind 4 Stück, haben wir da. Da werfen wir eine Granate hin. Ja, eine Bandgranate, ganz recht. Und das Selbstschieß-Dingsbumsen. Dass sie immer direkt wissen, wo ich bin. Das ist schon nicht so ganz fair. So, haben wir den einen Dode. Wow. Haben wir den zweiten Dode. Oh, hab ich auch fast tot. Hoppala. Na, das mit dem Zielen ist hier nach wie vor nicht so ganz unser Ding. Ey. Ja, Magazin leer. Das ist immer eine ganz scheiß Situation. Ja, komm. Sehr schön den Kopf getroffen. Ist ein ganzes Magazin draufgegangen. Aber es hat sich gelohnt. Du wirst mir keine Granate an den Kopf. So, kannst du knicken, Digga. Boah, wie viele kommen denn da? So, du kommst hier mal erst recht nicht hochgelaufen. Kurz mal nachladen. So, guck mal, hier sind das eigentlich explodierende Fächer. Nice, sind es. Sehr schön. Du bist auch ausgeschaltet. Sonst da irgendwo was? Nee. Ah, doch, da hinten kommen jede Menge. Guck mal hier. Komm her. Ah, schade. Ich habe gehofft, der läuft da voll in die Granate rein. Habe ich wohl falsch gedacht. Aber ausgeschaltet haben wir ihn trotzdem. Komm hier, dich sehe ich. Ich dachte auch ein kleines Stück. Du kleiner Drecksack, du. Hat deine Mama dir nicht beigebracht, dass man bei einer Schießerei nicht mehr übers Feld läuft?
Ich weiß, das ist gerade der Richtige. Aber hey, wir alle waren mal jung und haben Fehler gemacht. Ja, ich weiß, ich kann auch einfach hinten die Brennstoffflaschen von denen kaputt schießen. Aber seien wir mal ehrlich. Fuck, da kommen ja doch noch welche. Boah, wie viele kommen denn da, ey? Oh, natürlich, ausgerechnet jetzt kommt hier ein Dicker. Ah, Teammate ist aber auch da, sehr nice. Ha, Granate fliegt auf sich selbst, Digga. Kannst du knicken. So, und das selbstschießende Geschütz nochmal. Komm schon runter mit dem Scheißschild. Sehr schön. Da wären wir wieder bei der Zielgeschichte. Komm raus. Uiuiui. Wow, wo schießt denn da noch auf mich? Ist das nur der da unten? Agent, ich muss dir etwas sagen. Geil. Fay hat gesagt, die Cleaners halten die gesamte Zeltstadt gefangen. So sieht es aus und das passt zum Vorgehen der Cleaners. Wenn Sie die Überreste eines aufspürbaren Virus beseitigen wollten, wohin würden Sie gehen? Dahin, wo die größten Konzentrationen sind. Flüchtlingslager, Barackenstädte. Noch irgendwas anderes. Ja, ich komme nochmal nach, Jungs. Ich will gerade erstmal ein bisschen looten. Sicher, wenn man ein völkermordender Irrer ist. Haben Sie sich mal gefragt, ob wir es verdienen zu überleben? Und. Ist wahrscheinlich im Zug die Munition. Jeden Tag. Und da habe ich gerade keine Lust reinzugehen. Wollen wir mal weiter? Mal gucken, was uns da hinten noch so erwartet. Ein aktives Echo-Signal. Dann schauen wir doch mal. Und Checkpoint. Sehr schön. Sorry. Fuck. Jetzt bin ich auch noch am Brennen. Och, Leute. Leckt mich. Leckt mich hart am Arsch. Okay. Kommt im Laufschritt einfach durch. Achtung, Jungs, Achtung. Fuck. Alter Schwede, wir gehen hier gleich die Medipacks aus. So. Ein bisschen hier geheilt. Haben Sie gehört, Agent? Okay, Kontamination steigt. Vergessen Sie nicht, dass Sie auch Infizierte am Leben erhalten sollen. Ich meine, offensichtlich werden Sie versuchen, alle am Leben zu erhalten. Aber ich brauche die Virusproben. Und vor allem, wenn du es doch siehst, dann schießt du doch einfach kaputt. Also halten Sie die besonders am Leben. Sie wissen, was ich meine. Ich gehe wieder an die Arbeit. Candle Ende. Ja. Und nehmen auch immer in den falschen Momenten nachlädt, gell? Sehr grauselig. Und schon wieder. Na, komm. Fuck. So, haben wir den. Und dann kommt noch der letzte hier. Ja. Ja. So, ja, das war gerade einmal kurz mein Handy im Hintergrund, ganz recht. Medipack, sehr schön, kann man immer gut gebrauchen. So, das scheint es hier vorerst mal ein Cleaners gewesen zu sein. Wohlbemerkt vorerst, ich gehe mal davon aus, dass es nur eine kleine Frage der Zeit, bis hier die nächsten auftauchen. Aber bisher läuft es ja eigentlich ganz gut, abgesehen davon, dass die Medipacks knapp werden. So.
So, Headshot. Headshot. Ah, langsam habe ich hier den Dreh wieder raus. Pam. Da hat es Boom gemacht. Ja, ich weiß, das mit dem Singen sollte ich sein lassen. So, sehr schön. Haben wir den auch down? So, der ist natürlich wieder einfach mal kurz durchgelaufen. Da ich aber keine Lust, da wieder zu verbrennen. Ach, sieh mal an, hier können wir auch lang. Das geht ja einfach. So, nehmen wir den Checkpoint hier mal mit. So, komm mal hier, warten mal direkt die nächste da rein. So. Ah, das war zu viel verwackelt. Aber den kriegen wir trotzdem noch. So, sehr schön. Du Sacknase da. Hey. Ach, immer diese... Komm hier, da werfen wir auch nochmal eine Granate hin. Bestätigt. Oh, das sind ja Zivilisten. Bei diesen Mengen müssen sie vorhaben, das ganze Depot niederzubrennen. Es wird nicht nur die gesamte JTF-Versorgungskette zerstört. Niemand in dieser Feldstadt wird diese Geschichte überleben. Wir müssen sie aufhalten. So, erstmal hey, Munition. Das ist schon mal eine sehr gute Idee. So, da ganz hinten haben wir welche. Das sind aber einige, die da rumlaufen. So, zack. Erstmal das dahin. So, du bist down. Zap, zarab. Oben haben wir... War das ein Sniper? Ne, ist kein Sniper. So. Ja. Wow, jetzt gehen wir besser so. So bin ich nicht so ganz in seinem Visier da drin. Wow, aber irgendwo... Au! Au! Huiuiuiui, das geht ja hier. So, den haben wir down. Ja, balla. Ah, das ist so. Komm her, dich kriegen wir. So, sehr sauber. Jetzt kommen wir den nächsten dran. Ja, kommt hoch, kommt hoch. Eingekesselt. So, werfen wir das nochmal weiter runter, um die ein bisschen in den Schach zu halten auch. Wunderbar. So, wieder ein bisschen verzogen hier, aber... Immer dieses Nachladen. So, Mann, Mann, Mann. Also irgendwie habe ich... Bisschen Zielwasser trinken wäre ja gar nicht so verkehrt, wa? So, jetzt kommen wir hier. So, da kümmert sich mein Geschütz um deren Geschütz, würde ich sagen. Ah, der hat immer noch dahinter. So, das Geschütz ist down. Hopfen wir auch mal hier runter. Komm, zeig dich, du kleine Pussy. Oh, da macht aber irgendwer von uns ganz schön Damage. Okay, Granaten sind alle.
Oh, wow, wow, wow. Sieht mir das live? Ja, ich sollte hier mal ein bisschen Heilung hinsetzen. Hoppala, hoppala, hoppala. So, du bist da und du da hinten kommst als nächstes. Wow! Hoppala. Wow, wow, wow. Okay, komm, du kümmerst dich um den, ich kümmere mich um den. Oh, fuck. Ach, jetzt hab bloß, du bist auch down, du bist auch down. Fuck. Come on. Ah, noch habe ich ein bisschen Zeit. Noch ist ein bisschen Zeit zum Klettern. Komm schon, Typ. Danke. So, und dann geht's direkt erstmal wieder da hoch. Uiuiui. Ganz schön, die Post geht hier ab. Upp. Ich sag ja immer in den falschen Momenten dieses scheiß Nachladen hier. So, schmeißen wir mal unsere Geschütze da unten hin. Komm schon, komm schon, komm schon. Der ist so gut wie down. Du da hinten gleich auch, Meister. Nice. Also entweder müssen die anderen denken, dass ich echt scheiße ziele, oder sie wissen, dass ich vermutlich der mit dem wenigsten Damage bei uns in der Gruppe bin. So, kann ich das mal wieder... Au, au! Kommst du denn hier? Sackarsch. Komm, das Geschütz machen wir jetzt auch noch platt. Sehr schön, sehr schön. Ach ja, das flippt ja hier. Inventar ist voll. Schaffen Sie Platz im Inventar. Ja, geil. So viel zum Thema kostet nichts, ist nichts. Ach ja. So. Ja, hier die Treppen rauf. Scheiß Komplexe hier immer. Na, na. Ach, dass man immer irgendwas drücken muss. So, ja, vielleicht ein bisschen schneller. Danke. Hier geht's aber ab, du. Wo seid ihr, Jungs? Ihr seid da, alles klar. Ich wollte jetzt nicht unbedingt so alleine reinlaufen. So, haben wir noch irgendwo was, das explodieren lassen können? Natürlich nicht. Wow, wow, wow. Sollte ich mir mal eine ruhigere Hand angewöhnen, ey. Ist ja grausig hier. So, du bist down. Du kommst als nächstes dran. Nochmal kurz nachladen. Ey, wo bist du denn, ey? Oh, wie süß, da rennt er zu seinen Freunden. Pussy. Komm her und stell dich wie ein Mann. So wie wir. Ducken, ducken. Komm, Munition. Ist hier vielleicht auch irgendwas Nützliches dabei? Wow. Ach gut, ihr schießt alle da drüben hin. Okay. Hoppa. Ah, ist scheiße hier oben. Okay, Agent.
Eine Einsatztruppe von Sarah und JTF steht bereit, sobald sie die Lage im Griff haben. Sie werden Proben von allen Flüchtlingen nehmen, die sie finden. Wir haben die Lage die ganze Zeit im Griff. Medizinisches Personal? Ah, scheiß Inventar voll. Ein paar Rettungssanitäter sind dabei, ja. Ein paar? Also etwa zwei? Die anderen können erste Hilfe leisten. Sie wissen, wie man eine Vene findet. Also los, Agent. Jetzt wollen das hier aber direkt schon wieder wissen, gell? Terminieren, hoffe ich. Oder sich zu infizieren. Her. Ich will das mal glauben. Danke, Doktor. Oh, also fuck. Los, Agent. Ich verpiss mich mal hier hinten direkt mal wieder. Wow. Alter Schwede, jetzt gehen sie aber ab, du. Whoa, fuck, fuck, fuck. Komm her, komm her, komm her, komm her. Wuhu. Wow, fuck. Fuck, 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 fuck. Komm, geh in Deckung, Bub. Heil dich. Ach. Lilerich, komm her und heil uns alle. So, ihr merkt, ich bin noch ein bisschen verschnupft. Ich hoffe, das stört euch nicht allzu sehr. Danke. Gehst du wohl in Deckung? Na! So. So. Schön, einer nach dem anderen geht hier gerade flöten von denen. So sollte es am besten sein. Medipacks, sehr schön. So, jetzt stehen glaube ich nur noch ganz hinten diese komischen Geschütze. Dann müssen wir mal sehen, ob wir die irgendwie ausschalten können. Scheint, bin ich glücklicherweise außer Reichweite. Wow, 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 wow. Oh, so viel zum Thema. Oh, außer Reichweite. Tschübidübidü. Sehr schön. Die sind down. Aber da schießt immer noch irgendwas. Irgendwas lässt uns da immer noch keine Ruhe. Ah, das ist nur, sind nur so ein paar Spacken wieder. Na, komm her. Au. Au, au, au. So. Geht doch. Oh Mann, aber ich muss sagen, also trotz der Tatsache, dass wir bisher alle noch nicht wirklich mal gestorben sind, ist die Mission ganz schön lang. Jetzt schon hier eine knappe halbe Stunde unterwegs. So, langsam aber sicher nach vorne schleichen. Und den einmal wieder, hoppala, mein Geschütz für die Banane setzen. Ich brauche dringend eine Waffe mit mehr Damage. Wow. Danke.
Au. Boom. Die und ihre behinderten Geschütze hier, gell? Ah ja. Haben wir anscheinend jemanden, der sich da ganz effektiv drum kümmert. Kommt her, zeigt euch nochmal. Na los. Komm, zeigt eure Köpfchen. Geht doch, geht doch. Saubere Arbeit. Von, wie heißt er? Kunisun. Okay. Seltsamer Name, aber okay. Das halten manche Leute bei meinem Namen bestimmt auch. So, hier haben wir noch wunderbare Munition. Oh Gott, nein, nein. Ich erinnere mich gerade wieder an diese Mission. Oh yeah. Entschuldigung, Doktor, aber vielleicht kann das warten, bis die Operation abgeschlossen ist. Haben Sie etwa kein Vertrauen in Ihren Agenten? Dahinter geht's nämlich erstmal so richtig schön fein zur Sache. Lieutenant, funken Sie Dr. Campbell an, sobald das Gebiet sicher ist. Ja, Ma'am. So, jetzt heißt es mal schauen, ob wir uns das letzte Mal einfach scheiße angestellt haben. Mit wir meine ich jetzt die Gruppe, mit der ich damals hier war. Oder ob das hier einfach ein asozialer Fleck an der Mission ist. Ihr kennt die aktuelle Lage. Für diese Leute ist es zu spät. So, geil wäre es, wenn man das Spiel auch in der Ego-Perspektive spielen könnte. Ich meine, hey, das geht ja mittlerweile sogar, habe ich feststellen müssen, bei dem Mario Kart für den Nintendo Blaschwätz, wie er auch immer heißen mag. Uiuiuiui. Da hat das Boom gemacht. Wow. Deckung. Da kommen die ganz dicken Macker. Oh, schauen, dass wir die irgendwie platt krähen. Ey, gehen wir mal aus der Schussbahn, Meister. Wow. Kommt eine Heilung. Oh fuck, komm, bevor er abhauen kann. Ja, schade. Oh, nein, wir bleiben schön hier auf der Seite. Oh, fuck. Von wo aus hat der... Ah, den habe ich gar nicht gesehen. Ja, ich befürchte, das hier wird gerade erstmal unser Aus sein. Ja. Das sieht nicht gut aus hier. Eieiei. Okay. Da müssen wir uns irgendwas anderes überlegen. Entweder so schnell wie möglich irgendwie hochlaufen oder sowas. Auf jeden Fall jetzt nicht und... Nein. Lässt du... Okay. Er legt direkt wieder los. Wir kennen die aktuelle Lage. Für diese Leute ist es zu spät. Sie sind tot. Jeder einzelne von ihnen. Aber es ist noch nicht zu spät für uns. Und wenn wir das Nötige tun, dann vielleicht auch nicht für den Rest des Landes. Also an die Arbeit. Wow. So. Bada boom. Okay, und ab rauf da. Ich glaube nämlich, dass wir unten im Allgemeinen einfach herzlich wenig Überlebenschancen haben. So, haben wir das geworfen. Jetzt kommt das Geschütz auch nochmal da runter.
Kann man dem nicht die Tanks hinten kaputt schießen? Ey. Nein, kann man anscheinend nicht. Aber wir haben ihn fast down. Sehr schön, den haben wir tot. Ach, das war noch gar nicht. Oh, toll, das war nur einer von vielen. Wow, 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 wow. Come on. Ah, jawohl, Granate haben wir noch eine. Und schon, schön aus der Deckung gelockt. Wow, 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 wow. Ja, was schießt denn hier gerade so ein Bekloppter auf mich? Seid ihr denn bescheuert? Wow. Da ist der Martinez. Oh fuck, oh fuck. Nein, 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 fuck. Come on. Komm schon, bitte nicht drauf gehen, Typ. Ah, dann? Ah, nice, du bist der beste Meister. Ah, erstmal den anderen. Ah, ich glaube, ich hätte noch mehr Zeit gehabt als der andere. So, und dann wird der noch direkt wiederbelebt. Und danke, Mate. War gerade so in letzter Sekunde. So, ich glaube allerdings, dass der komische Martinez, oder wie er heißt, jetzt gleich raufkommt. Urop. Wow. Oh, fuck. Hat er gerade irgendwas gesagt von wegen, alle gehen rein? Wie viele sollen denn hier noch kommen? So. Die kriegen erstmal direkt nochmal ein Geschütz dahin geplant. Ah, der da hinten hält wenigstens den Martinez auf Trab. Ey. Ah, come on, ich krieg die irgendwie da hinten ins Visier. Komm schon, komm schon. Da geht nur gleich blöderweise hier meine Munition aus. Das ist viel beschissener. Na gut, so viele Kugeln, wie ich hier daneben sammle. Wundert mich das im ehrlichsten Sein gerade nicht wirklich. Scheiße ist es trotzdem. Hallo, Mr. Martinez. Ich bin es. Ja, komm mal hier, ich pflanze von da jetzt mal richtig schön so in den Weg hinein. Yep, yep, yep. So langsam aber sicher gehen mir die Schuss hier zur Neige. Wow. Wo kamen die Kugeln denn jetzt nachher geflogen? Oh, oh, Medipack. Oh, Medipacks nehmen wir immer mit. Ist ja sonst halt irgendwas rum. Ah, ja, hier hinten liegt noch ein bisschen was. Die Frage ist nur was. Hier haben wir noch irgendwas. Da haben wir noch irgendwas. Bada boom, bada bang. So, jetzt muss ich aber hier langsam mal tatsächlich mal ein bisschen Platz im Inventar schaffen. Inventory. Guck mal hier, was haben wir denn hier irgendwo noch? Da, was können wir denn? Können wir wegschmeißen? Ablegen. Ne, anlegen, als Schrott markieren, zerlegen. Geil, kann ich nicht mehr was wegschmeißen. Okay, dann wird's halt zerlegt. Damit müssen wir ja auch schon ein bisschen Platz bekommen, wa? So, dich haben wir genommen. Und dich haben wir genommen. Agent, kommen sofort nach. Falls Sie den Kran steuern können, setzen Sie den Tank an einem sicheren Ort ab. Ach, Uschi, ich kann alles steuern, was du steuern willst.
So, nehmen wir dich noch. Was? Nein, das ziehst du gefälligst an. Dich zerlegen wir noch. Okay, wie sieht es jetzt in meinem Inventar aus? Sehr schön, alles nehmen. So, und jetzt komme ich schon, Jungs. Bin unterwegs. Aha, aha, oh, falsch. Nein, ich gehe mal davon aus, hochklettern. Nein. Klick, klick. Ah ja, hier geht's lang. What? Das müsste reichen, Agent. Gut gemacht. Einsatz abgeschlossen. Ja, wuhu! Also Probenteam. Wie ich schon sagte, die Blutproben müssen beschriftet werden. Sehr schöne Sache, sehr schöne Sache. Ordentliche P. Ordentliche Rohstoffe, Vorräte. Für unsere Medizinflügel. Und ja, Items, wie gut die waren, werden wir jetzt gleich mal sehen. Aber wir haben auf jeden Fall ordentlich einkassiert hier. Das heißt auf jeden Fall schon mal viel. Melden wir uns mal in der Basis, wa? So, zap, zap, die bum, die zap. Machen wir so. Und Blitzreise. Und Blitzreise bestätigen. Gut, aber dann nähern wir uns auch schon dem Ende. Ach, seht doch, den Sicherheitsflügel können wir uns demnächst auch mal freischalten. Wuhu! Aber alles mit einer Zeit. Erstmal wollen wir, wie gesagt, Gebiet für Gebiet vorarbeiten. Nicht, dass wir nachher am Ende im letzten Gebiet sind und dann noch irgendwelche Operationen für Level 1 oder 2 machen müssen. Das ist ja auch ein bisschen scheiße dann. Die Sie vom Bahngelände haben. Von den Flüchtlingen, also, meine ich. Alles schön in der Reihe nach. Ich habe einen Bericht für Sie in die Datenbank hochgeladen. Das ist aber nett von dir. So, aber... Ne? Hier, was haben wir denn da? Neue Beweise. Aha. Was einen Virus tödlich macht, ist Wandlungsfähigkeit. Durch eine schnelle Mutation wehrt es sich effizient gegen Antikörper und Medikamente. Was wir an den Proben, die Sie von den Menschen aus dem Bahndepot besorgt haben, sehen, ist, welche genetischen Veränderungen das grüne Gift bereits vollzogen hat. Und die sind bemerkenswert. Das heißt, es wird immer schwieriger, einen Impfstoff zu finden. Wow. Habe ich ja schon fast gedacht. Ach ja, das ist ja ein Ding. Ein Agent hat mein Team verlassen. Guti. Aber... nächste Mission, alles weitere werden wir in der nächsten Folge machen. Wir machen jetzt erstmal wieder Feierabend. Ich sage einmal wieder vielen Dank dafür, dass ihr mir zugeschaut habt und zugehört habt und mich ausgehalten habt. Und hoffe, dass es euch trotzdem gefallen hat. Und dementsprechend wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, Wochenende, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Wann auch immer ihr dieses Video geguckt. Und dementsprechend bis zum nächsten Mal. Tschüss!